Dann die Verfolgerspiele. Ja, aber. Endlos bekannt aus Beratungssituationen. Ich habe ein Problem. Why don't you? Yes, but heißt das Ding auf Englisch. Dann kommt der Berater, hast du schon mal das probiert? Habe ich schon probiert, geht aber nicht, weil. Dann kriege ich aus der Gruppe, aber vielleicht hast du das, das ist ganz prima. Ja, das wäre im Prinzip nicht schlecht, aber mein Chef mag das nicht, wenn man psychologische Dinge anspricht. Das wäre ziemlich schwierig. Geht nicht. Und so läuft das eine ganze Weile und kann dann irgendwann in ein Schlag-mich-Spiel überwechseln. Also all diese Spielvarianten können natürlich aneinander angekettelt oder miteinander kombiniert werden. Irgendwann mal sagt man, ich glaube, du willst überhaupt nicht, dass man dir hilft. Gibt es den Schlag? Oder Berater sagt, okay, ich wollte dir ja nur helfen. Also ich bleibe der gute Mensch, aber dir ist ja offenbar nicht zu helfen. Gerichtssaal, ein wichtiges Spiel, auch in der Beraterszene. Oft kombiniert mit Dilemma-Problematiken. Das sind Dynamiken, in denen es eigentlich immer nur darum geht, ist etwas kritikwürdig, strafwürdig und es wird dann verhandelt. Und es gibt dann die typischen Rollen, die es auch im Gerichtssaal gibt. Es gibt jemanden, der für mildernde Umstände plädiert, es gibt jemanden, der erstmal die Indizienkette schließen möchte, es gibt jemanden, der den weißen Richter spielen will und, und. Und die Hoffnung ist, es möge ein gutes Verfahren werden. Tatsache ist, die Leute verbringen ihr Leben im Gerichtssaal. Das sind sogenannte Prozesshanseln. Das sind Leute, die, wenn sie abends die Schuhe ausziehen, die sich automatisch für den nächsten Morgen Richtung Amtsgericht stellen. Und da ist das ganz Wichtige, dass man die Illusion, auf vielen Spielen liegen ja Illusionen, auch Rettungsillusionen, dass es irgendwie gut werden könnte dadurch, dass endlich mal Recht gesprochen wird und dass endlich mal der Schurke gefasst und verurteilt wird und dass dann Frieden einkehren könnte und das Leben zurückkehren könnte. Und die große Antithese zum Gerichtssaalspiel ist das Leben, findet nicht im Gerichtssaal statt. Man muss vielleicht auch mal ein Unrecht auf sich beruhen lassen, zugunsten des Lebens, das stattdessen stattfinden kann, zugunsten der anderen Beziehungen, die man miteinander haben kann. Und das ist eine, die Systemiker würden sagen, eine Lösung zweiter Ordnung. Dann die Pilatus, das Pilatus-Spiel, schau, wozu du mich gebracht hast. Ich wäre ja eigentlich nicht so gemein, aber so wie du dich verhältst, ist mir nichts anderes übrig geblieben. Also ich glaube, im Zusammenhang mit Entlassungen, jetzt wenn ich es auch wieder auf den Organisationsbereich beziehe, ist das in größerem Zusammenhang eine Dynamik. Es wird nicht zu dem, der entlassen werden muss, sagen, wir haben missgewirtschaftet, deswegen ist kein Geld da, deswegen müssen wir dich entlassen. Wir haben Schuld auf uns geladen und du musst das leider ausbaden, sondern es wird gesagt, ihr habt nicht gebracht, was nötig gewesen wäre, dass wir erfolgreich sind und deswegen müsst ihr entlassen werden. Ich wäre nie so grausam, aber ihr habt uns dazu gebracht. In diesen Begriffen eben auch ein Spiel aus der Verfolgerposition. Und was psychologisch, ich kenne das jetzt in unserem Kulturkreis nicht so, aber in Amerika scheint das öfter gewesen zu sein zu der Zeit, dass Eltern ihren Kindern die Botschaft geben, was wäre doch aus mir geworden, wenn ich dich nicht gehabt hätte. Wenn du nicht wärst, dann wäre ich glücklich. Und wenn das sehr früh, sehr emotional von der Elternfigur an das Kind rübergegeben wird, ich war auf dem Weg, eine große Schauspielerin zu werden, dann ist mein Bauch dick geworden und dann bist du gekommen. Die ganzen Implikationen, also du hast mir den Bauch dick gemacht und bist dann da rausgekrochen. Ja? Und wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre ich heute eine große Schauspielerin. Also auch die appelliert auch an völlig magische Denkzusammenhänge. Und da macht es dann schon Sinn, wenn im Rahmen der Therapie auch das akzeptierte magische Zusammenhangsdenken des Kindes, das einfach nur eine magische und etwas gestörte psychologische Erklärung der Mutter oder des Vaters rüberbringt, entwirrt wird. Und im Erwachsenen-Ich, man sieht ja, wer hat eigentlich dich gezeugt?
wie hast du das eigentlich genau gemacht? Kann man auch ein bisschen paradox machen, wie ich das gemacht habe, mich gezeugt haben. Es war doch mein Vater, meine Mutter. Ach was, die waren das? Ich dachte, du wärst es gewesen. Und wäre ich es daran schuld, dass du geboren bist? Und das klingt jetzt banal, aber das kann für Menschen, die in einem solchen magischen Schuldgefühlsystem verstrickt sind, eine Erleuchtung bedeuten. Etwas emotional zu kapieren, was, wenn ich sie rein rational fragen würde, kein Thema wäre. Und das ist eben der Unterschied von Einsichten, wenn sie in bestimmten Ich-Zuständen gewonnen werden. Oder wenn sie bestimmte Ich-Zustände erreichen, weil sie dann zu dem, was die TA so wichtig findet, zu einer Redecision führt. Ich komme plötzlich zum Schluss, ich bin ja gar nicht schuld daran gewesen. Das waren ja meine Eltern, die haben das zu verantworten. Dann kommen mit Veränderung des Wirklichkeitsmusters entstehen, werden dann Gefühle frei, die man die ganzen Jahre sich nicht getraut hat. Denn man hat sich ja nicht schlecht und abgelehnt gefühlt, weil man gedacht hat, man wäre ja selber dran schuld, dass man geboren ist. Jetzt sieht man eigentlich, nein, ihr wart das. Und ich habe ein Recht darauf, mich abgelehnt und traurig und zornig zu fühlen, dass ihr eurer Verantwortung nicht gerecht geworden seid und, und. Und dadurch werden dann auch Gefühle frei. Dazu kommen wir noch im Bereich der Rackets, der Gefühlsgewohnheiten. So, jetzt ist, es gibt verschiedene Betrachtungen, warum dann eigentlich solche Spiele gespielt werden. Wir kommen zur Zeitstrukturierung an einer anderen Stelle noch. Es war jetzt, ist natürlich öfter ein Problem für mich gewesen, weil ich natürlich solche lebensnahe Ereignisse, die kann man natürlich im einen Kapitel und im anderen Kapitel beschreiben. Die kann ich unter Skript, unter Persönlichkeit, unter Spiele, unter Zeitstruktur beschreiben. Und ich habe halt versucht, trotzdem es ein bisschen nach Kapiteln zu entzerren, aber manchmal überlappt sich das natürlich. Spiele werden auch gespielt zur Zeitstrukturierung. Eines der großen Probleme, das hatten wir ja schon, ist die Langeweile der Menschen, die Reizarmut, dass sie sich nicht spüren und nicht wissen, wer sie sind. Und Spiele sind relativ intensiv, weil sie mit heftigen Emotionen und Drama verbunden sind. Sie sind aber doch relativ berechenbar, wenn man ein guter Spieler ist. Das heißt, ich krieg's. Die eine Lady habe ich schon erwähnt, die kriegt es auf jeden Fall hin, dass sie am Ende geschlagen wird. Es ist zwar schmerzlich, dass sie dann geschlagen wird, aber sie geht nicht wirklich ein emotionales Risiko ein, weil sie weiß, dass nichts anderes passiert, für das sie sich vielleicht nicht kompetent fühlt. Sich die Wunden zu lecken, das weiß sie, wie das geht. Also insofern ist es kein hohes Risiko. Für jemanden, dem dieses Spiel nicht liegt, wäre das natürlich ein Risiko. Aber für denjenigen selbst hat es eine hohe Intensität. Man kann viel mit anderen machen, relativ dramatisch und intensiv miteinander machen, ohne dass wirklich Dinge passieren, die einen in Frage stellen und wo man nicht recht weiß, wie mit umgehen. Also, und damit, da kommen wir auch nachher noch dazu, kriegt man auch die Art von Aufmerksamkeit, an die man sich gewöhnt hat. Die Diät von Beachtung, die Batterien des Beachtetwerdens auffüllen, weil das Schlimmste ist, dass nicht beachtet werden. Zu den Strokes, auch ein wichtiges Thema der Transaktionsanalyse, kommen wir dann noch ein bisschen ausführlicher. Eine ganz andere Art der Betrachtung ist, dass Spiele gespielt werden, um Lieblingsgefühle zu rechtfertigen, also wenn jemand gelernt hat in der Familie, auf mich hauen sie immer ein und ich bin das Dummchen am Ende und dann will mich auch noch keiner trösten, weil ich so hässlich weine. Und das ist die Art, das kann keiner so gut wie ich, obwohl ich dran leide. Dann, das ist eine Kompetenz, mich intensiv zu spüren. Aber ich kann natürlich nicht einfach morgens um 8 aufstehen und sagen, okay, jetzt bin ich das hässlichste Wesen der Welt und kann vor mich hin leiden.
sondern ich brauche dafür eine Plausibilität. Das heißt, ich gehe runter, die Mutter muss jetzt sowieso schon ein bisschen zu spät dran, zur Arbeit aufzubrechen und ich hocke mich jetzt hin und sage, Mama, ich will Frühstück. Warum machst du mir eigentlich nie Frühstück? Nie hast du mich gemocht und hast dich meinen Geschwistern immer vorgezogen. Super Moment. Mama holt zum Rundumschlag aus. Was glaubst du eigentlich? Du kleines, verwöhntes Ding. Und kann man sich jetzt lebhaft vorstellen, wie die Szene sich entwickelt. Und dann bin ich am Ende an dem Punkt angelangt zu sagen, ja, also als der Wecker geklingelt hat, hatte ich noch keine Plausibilität für mein Best-of Stage of Feeling, aber jetzt habe ich das und man stellt sich eben vor, dass Spiele dazu dienen, dafür Plausibilität zu liefern. Eine andere Frage ist wieder, wie kommt es zu solchen Rackets, Gefühlsgewohnheiten? Das behandeln wir dann bei Rackets morgen früh. Ich lasse das auch mit dem Sexualized Feeling im Moment weg, das behandeln wir dann auch bei den Rackets. Auf die Weise hat man so eine Idee, da ist was Intentionales, nicht im Sinne von böswillig absichtlich, sondern im Sinne von, so ist mein Navigator, dass man normalerweise da landet und der ist nicht umprogrammiert und deswegen fahre ich so, dass ich tatsächlich auch dort lande. Man muss sehr vorsichtig sein, dass man diese Intentionalität, die in diesen Spielen zu liegen scheint, nicht mit böswilliger Motivation des Beteiligten gleichsetzt. Weil wir sonst oft, was leider die Analyse von Spielen sehr oft dahin geraten ist, dass man sich gegenseitig böser Spiele und Motivation dafür bezichtigt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass jemand, der aus seinem Bezugsrahmen akzeptablen Weg woanders hinweis, nicht wirklich Interesse daran hat, wieder dort zu landen, wo er immer landet. Also dass die Hauptmotivation, dass es immer wieder etwas in Szene gesetzt wird, da denke ich auch ein Stück psychoanalytisch, ist, dass da ein Thema ist, für das man noch keine gute Inszenierung hat, aber man will eine gute Inszenierung und deswegen inszeniert man es immer wieder, nur erwischt man immer wieder das alte Drehbuch. Also schon ein Stück die Idee des Wiederholungszwangs oder in der Gestaltpsychologie spricht man von einer fixierten, nicht geschlossenen Gestalt. Fixiert heißt zwischen einem Bedürfnis, dass sich die Mutter jetzt sagt, an dem Tag eigentlich bist du mir wirklich ein liebenswertes Kind und du warst mir nie zu viel und vielleicht habe ich bei dir nicht den Nerv wie bei den Geschwistern gehabt, als die nur zwei waren und du drei, zumal ich da ja mit dem Beruf wieder angefangen habe. Aber es liegt nicht daran, dass ich dich nicht lieb hätte. Also man sucht eigentlich eine Erlösung aus dieser belastenden Erfahrung, inszeniert es aber so, dass das Ergebnis die Bestätigung dieser bösen Interpretation und Erfahrung, die schon immer zum Lebensgefühl gehört hat, sich bestätigt. Im Zusammenhang mit der Skripttheorie, da führt das dann nachher rein, haben wir dann auch dieses Wiedererlangen von bestimmten Erfahrungen wird dort als Rabattmargen angesehen. Das heißt, wenn ich täglich mehr als dreimal es mir gelingt, eine so negative Erfahrung machen, dass alle sagen, also bis your pain in the ass, dann darf ich abends mich zusaufen. An einem Tag, an dem ich keine so schlechte Erfahrung gemacht habe, hätte ich sehr viel mehr Skrupel, mich abends zuzusaufen. Aber was will man von einem erwarten, der am Tag das dreimal erlebt hat? Das heißt, ich brauche eine gewisse Ansammlung von Rechtfertigung für negative Dynamiken in einem größeren Zusammenhang. Das ist mit der Idee der Rabattmarken gemeint. Spiele werden auch gespielt, weil ich einen Skript glauben, also jetzt in dem kleinen Beispiel, das ich so konstruiert habe, sozusagen, ich bin nur geduldet, eigentlich wäre besser gewesen, ich wäre in dieser Familie gar nicht aufgetaucht. Kein Wunder behandeln die mich so schlecht, kein Wunder fühle ich mich so schlecht, kein Wunder endet es immer mit einer Beschimpfung, wenn ich versuche, einen Platz in dieser Familie auf meine neurotische Art einzuklagen.
Und ich habe mich ein Stück in dieser Welterfahrung und dieser Selbstdefinition eingerichtet. Das scheint offenbar mein Platz im Universum zu sein. Und wenn ich so am Ende einer solchen Spielsequenz bin, habe ich das unglückliche, aber irgendwie auch beruhigende Gefühl, ich weiß, wer ich bin. Und die Illusion lasse ich mal einen Moment weg, und das ist oft mit verbunden mit sogenannten Galgentransaktionen. Das heißt, am Ende, kurz bevor die Mutter geht, sagt der Junge, der so morgens aufgewacht ist, naja, es wäre wirklich besser gewesen, ihr hättet mich abgetrieben. Und dann kommt so ein Smile, so ein Haha, mit der Einladung an die Mutter, widersprich dem nicht oder lächle zurück. Das heißt, bestätige mir emotional, dass eine Galgenvorstellung, also es ist der saloppe Begriff für eine destruktive Lebenspositionsvorstellung, gell, das ist so, so bin ich dein Kind, als einer, den man eigentlich besser hätte in die Mülltonne geschmissen. Und wenn dann tatsächlich seitens der Mutter eine entsprechende neurotische Komplementärdynamik ist, kann sein, dass sie ihn anlächeln und sagt, na, so schlimm ist es ja dann doch nicht mit dir. Was eigentlich heißt, ja, so ist es eigentlich, aber wir leben damit, so sind wir beide einander gut vertraut. Und das ist dann eine Galgentransaktion, die als skriptverstärkend gilt. Und wenn man bei diesen beiden Personen das in die Entstehungsgeschichte hinein betrachtet, dann auch skripterzeugend. Folge dafür ist, dass wir als Transaktionsanalytiker dann auch einfach lernen, sehr wachsam zu sein für Smiles aller Art. Da gibt es einen ganz eigenen Theoriebereich in der Transaktionsanalyse dazu. Und dass wir Minimum ist, sofort wach sein dafür, dass da eine ungute Dynamik im Hintergrund ist, auch wenn wir sie nicht kennen, und auf keinen Fall bestätigen. Das ist das Minimum. Obwohl wir an der Oberfläche eingeladen, wenn uns jemand anlächelt, haben wir ja einen biologischen Reflex, zurückzulächeln. Wir müssen lernen, den an der Stelle zu unterdrücken. Und Spiele werden auch gespielt, um Illusionen zu pflegen. Also zum Beispiel, wenn jemand im Unternehmensbereich sagt, nur wenn ich die großen Visionen vor mir habe, bin ich eigentlich ein wertvoller Mensch. Ja. Und dann können Dinge inszeniert werden, die ein vernünftiges Umgehen mit dem, was ist, führt zu schwierigen Situationen mit anderen, die mögen einen nicht mehr, die sagen, man hätte versagt und so weiter. Siehst du, es wäre besser, anstatt mit denen anständige Bilanz zu machen, ich hätte denen die neuen Visionen, die mir im Kopf rumspugen, aufgezeigt, dann wäre ich besser angesehen und dann die nächste Sitzung wieder mit Blick auf die nächste Blase ausgerichtet. Da kommen wir dann bei dem Beziehungsaspekt nochmal ausführlicher drauf. Spiele werden gespielt, um eine Symbiose einzurichten oder zu stabilisieren. Das ist also jetzt eine andere Kontextbetrachtung ein und desselben Phänomens. Wir haben es ja immer mit dem gleichen Ereignis zu tun. Wir beleuchten es jetzt nur aus ganz verschiedenen Seiten, um zu sehen, auf wie vielfältige Weise man sich aufrechterhaltende Zusammenhänge für Spiele vorstellen kann. Und dann muss man in der konkreten Arbeit nicht nur das Spiel konfrontieren, sondern auch gucken, wo da aufrechterhaltende systemische Zusammenhänge sind und welche von denen man aushebeln muss, damit die Grundlage für das Spiel entfällt. Also Spiele, das machen wir dann nachher vielleicht bei den Symbiosen ein bisschen mehr noch, die werden dazu geführt, jemanden dazu zu bringen, mit mir in ein Co-Abhängigkeitsverhältnis zu gehen. Also ich spiele Holzbein, um den anderen dazu zu bringen, regelmäßig meine Rechnung zu schreiben, weil wenn ich meine
Ich stamme halt aus dem Pfarrerhaushalt, von so jemandem kann man nicht erwarten, dass er richtig kalkuliert und rechtzeitig seine Rechnungen schreibt und die Zahlungseingangsverfolgung macht. Weil bei uns war einfach Geld des Teufels. Und man kann also da über solche Moves, Serien von Transaktionen, wo man dann auch die ersten Gelder auch echt verloren sind, weil man die Verjährungszeiten nicht beachtet hat und Ähnlichen jemandem anderen dazu bringen zu sagen, ist mal besser, ich mache das für dich. Und insbesondere natürlich, wenn man nicht nur psychologisch miteinander verbunden ist, sondern noch in einem gemeinsamen Haushalt ist. Und man kann sich solche Dinge jetzt natürlich in Unternehmen, wo man ja auch durchaus ein komplexes gemeinsames Schicksal hat, sehr lebhaft vorstellen. Oder Spiele werden gespielt, wenn jemand diese Abhängigkeitsverhältnisse kündigen will, wie man ihn dazu bringt, dass er sagt, oh, unter diesen Umständen bleibe ich dann doch noch ein bisschen dabei. Also man kann sich vorstellen, dass ein Berater an der Punkt ist, dass er sagt, so, also das kann ich jetzt eigentlich nicht länger mittragen. Und dass dann etwas inszeniert, wo er nachher sagt, naja gut, an der Stelle ist vielleicht eine besondere Situation, in der ich dann doch noch eine Weile lang Kompromisse machen muss. Und ich mache Ihnen den Workshop zum Thema Präsenz in der Führung, auch wenn Sie zu der Zeit in Asien weilen. Und noch eine andere Betrachtung der Spiele ist die von der Vanita English, das ist die Trostpreis-Variante, wo man sagt, okay, ich versuche also auf diese Weise einen Berater dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen, die er sinnvollerweise nicht übernehmen bringt. Irgendwann ist er doch nicht bereit, das noch weiterzumachen und leitet die Auflösung der Beziehung ein. Dann kriege ich von dem schon nicht länger diese Zuwendung in der Abhängigkeitsbeziehung, dann hole ich mir wenigstens zum Schluss noch einen Trostpreis, indem ich sage, hätte ich mir ja gleich denken können, wenn es wirklich ernst wird, hilft dir keiner. Und dann habe ich außer, dass ich den dann dauernd noch benutzt habe, Dinge zu machen, die eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre, wenn der jetzt schon aufhört, zum Schluss noch mal eine satte Bestätigung, die ich dann als Trostpreis einkassiere. In dem Zusammenhang ist allerdings die Endauszahlung eines Spieles nur sozusagen die Übergangsbetrachtung, um zu gucken, welche Art von Ausbeutungsbeziehungen sind eigentlich vorher entstanden, wie sind die etabliert worden und so weiter. Ja, also an euren Reaktionen merke ich, dass euch, und das hat auch immer die Faszination der TA ausgemacht, dass das sofort Situationen aufpoppen, es kommt ein Lächeln, man erkennt sich oder andere sofort in irgendwelchen Dingen wieder. Zum Teil ist es ein leichtes Einsichtslächeln, zum Teil sehe ich auch so ein leichtes Grinsen, das so ein klein bisschen galgenmäßig unterwegs ist. Und so ist es bei mir auch. Ist das nicht lustig? Nein, es ist meist nicht lustig. Und das ist auch wichtig, dass der andere das signalisiert, um zumindest nicht zum Mittäter oder Dulder zu werden. Aber es ist sehr belebt, sehr. Und wenn dann solche Spiele laufen und man gelernt hat, dafür sensibel zu sein, interessiert einen dann immer auch, was kann man tun, wo kann man eingreifen. Und da zeige ich ein paar Eingriffspunkte der TA auch auf. Das erste ist schlicht, was immer das Beste ist, also körperliche in Zeiten höchster Gefahr ist körperliche Abwesenheit besser als Geistesgegenwart. einfach zu meiden, überhaupt in solche problematischen Dinge zu geraten. Und wenn man eine Einladung kriegt, von der man, wenn man sie auch nicht diagnostisch genau analysieren kann, aber von der man mit der Zeit gelernt hat, darin eine Einladung für eine ungute Dynamik zu identifizieren. Dazu braucht man dann diese geschulte Intuition, dass man denkt, das hat ein Geschmäckle, das mache ich mal besser nicht. Dass man die Einladung vermeidet oder wenn man sie explizit kriegt, ablehnt. Dazu ist erforderlich, was ich vorher schon sagte,
dass man eben die Eingangstransaktion, dass man lernt, dass man jedem Anfang wohnt eine Spielgefahr inne. Nee, anders heißt es irgendwie. Naja. Dass man lernt, auf diesen Anfang zu achten. Und der Zauber ist manchmal ein Spielverzauber, ein Spieleinladungszauber. Wer kennt nicht den Anruf von einem Externen, können wir nicht bei Ihnen Rabatt kriegen? Wir sind ohnehin gerade beim weltweiten Rollout von Beratungen und werden Dutzende von Teilnehmern demnächst an Ihr Institut schicken. Und das ist eine wunderbare Einladung, dass ich mich hinterher beschissen fühle, weil jetzt ein ungeeigneter Kandidat kommen würde für den halben Preis und der würde sich schlecht fühlen, der würde mir die Gruppe aufmischen und ich würde mich schlecht fühlen, die Lehrtrainer würde es nicht gut gehen und so. Und das merken wir halt dann doch jetzt ziemlich schnell und lassen uns nicht besoffen machen von den Illusionen, die einladen Vernunft und Wachsamkeit gegenüber negativ Hintergründigem außer Acht zu lassen. Und wir lehnen das dann ab, indem wir einfach sagen, tut mir leid, grundsätzlich geben wir keine Rabatte, an der Stelle können wir nichts machen. Oder wir können dann sagen, das in der Weise können wir es nicht machen, aber was wir es auch tatsächlich auch mal gemacht haben, wenn die innerhalb von einem Jahr die 10 Teilnehmer hier gewesen sind, darf der 11. dann umsonst bei uns Curriculum machen. Also wir gehen gerne auf Ihren Vorschlag ein. Das klingt wie komplementär, ist aber natürlich gemessen an dem Hintergrundmanöver eine volle Kreuzung. Auch die Achtsamkeit, also das Nicht-Discounten, wie die Thialer sagen, ist auch die Grundlage dafür, dass ich gleich am Anfang sage, und wenn das so weitergeht mit uns, wo wir das hinführen? Und wenn der Typ mit diesem Sound mich anölt am Telefon, brauche ich mich nur für einen Moment, wenn ich nicht sowieso schon gelernt habe, das reflexhaft abzulehnen, brauche ich nur einen Moment überlegen. Und wenn ich mir es konkret ausmale, wenn wir ein paar Stationen weiter sind in unserer Beziehung, wo wird das vermutlich enden, dann weiß ich in der Regel eigentlich ziemlich gut, zumindest das Spektrum der Endauszahlungen, auf die wir uns verabreden würden, wenn wir auf der sozialen Ebene was versuchen würden. Da sind wir wieder bei der ursprünglichen Spieldefinition. Das ist aber auch einfach eine gute Intervention, schon relativ früh zu sagen, wenn ich so gucke, wie sich unsere Beratung jetzt hier anlässt, wir sind jetzt 5 Minuten in der Beratung, wenn das in dem Stil weiterläuft, wo könnten wir etwa einer Stunde sein miteinander? Und dann kann es sein, dass der andere grinst und sagt, naja, also Sie sind ja erst der 4. Berater, bei dem ich mit dem Thema bin. Wahrscheinlich wären wir dann da, wo ich mit den anderen 3 dann auch aufgehört habe. Ja? Und wichtig daran ist, weil wir uns ja, je länger diese soziale Folge von Transaktionen geht, desto mehr investieren wir ja in die Beziehung und verwickeln uns in der Wirklichkeit des Spiels. Mit emotionaler Belastung, kleiner werden der Manövrierspielräume, weil der Hals langsam dick wird und dann ist schwer, gut zu intervenieren. Das muss man auch lernen, aber generell gilt, je früher man dran geht, desto einfacher ist es. Das ist aber bei den meisten Schwierigkeiten im Leben. Und dazu muss man eben auch dann, wenn es scheinbar noch gut läuft, sensibel dafür sein, dass es auf hintergründigen Ebenen nicht gut läuft. Ein Buchtitel von Vanita, das letzte, glaube ich, oder nee, das vorletzte, das sie rausgebracht hat, es ging doch gut, was ging denn schief? Leider ist es so, und ich will jetzt ja auch keinen Idealismus ausrufen, dass man es immer gleich merkt. Bei Dilemmata ist es auch so, man merkt meist erst, dass es ein Dilemma ist, wenn man mittendrin steckt. Das heißt, man muss auch dann noch, muss einem noch was einfallen, was man tun kann. Also was man lernen kann, ist das Wechseln der Dramaposition nicht mitmachen. Da ist eine Frage, bitte im Mikrofon.
Was ich noch nie verstanden habe, ist, heißt es eigentlich nur dann Spiele, wenn es schädlich ist? Da kommen wir nachher dazu. Also ursprünglich war das so, weil Spiele einfach von Psychotherapeuten beschrieben wurden, die normalerweise eben aktiv werden, wenn was problematisch ist. Aber genau die Frage hat mich auch bewegt und ich habe später eine Spieldefinition, die neutral ist. Weil dann gibt es ja nicht wirklich einen Grund, das zu vermeiden oder abzulehnen, ne? Die negativen Spiele ja, aber ja, wenn sie positiv sind. Aber es gibt ja welche, die sich immer wieder abspielen und immer wieder schön sind. Absolut. Und man hat das in der Transaktionsanalyse gemerkt, da gibt auch eine Sphäre, wo es eigentlich gut ist und hat dann irgendwann immer wieder die Frage dem Kandidaten gestellt am Ende der Prüfung, are there good games? So wie man ihn gefragt hat, are there good scripts? Aber man hat sich dieser grundsätzlichen Frage, wie du es tust, dann nie grundsätzlich gestellt von der Gesamtkonzipierung. Das habe ich aber getan, da komme ich auch gleich noch drauf. Ja, also man lernt einen Wechsel nicht mitzumachen. Das heißt, wenn ich jemand mich in ein Gerichtssaalspiel reinziehen will, dass er sagt, sagen Sie mal, was berechtigt Sie eigentlich, mich das zu fragen? Ne? Und dann könnten wir jetzt von einem Gerichtswechsel, also von der bisherigen, ich weiß nicht, wo die Probleme liegen und so, in ein Gerichtssaalspiel oder ein Sonstspiel gehen, dass man dann, wenn man merkt, jetzt würde man innerlich in eine Negativposition abknicken und würde komplementär darauf zu sagen, ah, das ist eine interessante Frage, das habe ich mir jetzt noch gar nicht gestellt. Aber ich weiß nicht, ob Berechtigung im Moment das Thema ist. Ich würde gerne mit Ihnen dahin zurückkehren, was eigentlich Ihr Anliegen war, warum Sie eigentlich überhaupt zu mir gekommen sind. Ne? Dann mache ich einfach den Wechsel nicht mit, steige aus dieser Sequenz von Drama aus, was ich aber nur kann, wenn ich selbst emotional nicht verwickelt bin, dass diese Ich-Zustände, die negativ mitspielen würden, nicht allein durch die Botschaft des anderen so mit Energie besetzt würde, dass ich aus denen heraus reagiere, obwohl ich merke, da läuft was falsch. Ich kriege so schlechte Gefühle, dass ich kaum aus dieser dazugehörigen Dramaposition rauskomme und deswegen den Wechsel auch nicht gut vermeiden kann. Also da sind wir jetzt wieder bei dieser Ich-Zustandstheorie und diese Energiebesetzungssachen, warum das wichtig ist, um mich in solchen Situationen handlungsfähig zu machen. Wenn ein Spiel so weit gediehen ist, dass wir eigentlich an der Endauszahlung angelangt sind, dann können wir immer noch was tun. Wir können nämlich selbst lernen, auf die damit verbundene Bestätigung unserer negativen Wirklichkeitsvorstellung und unserer negativen Gefühle verzichten. Und sagen, ich merke jetzt an der Stelle, wären wir an einem Punkt, an dem ich mich als Berater eigentlich wie ein Versager fühlen könnte. Und früher, als ich auch noch nicht so erfahren war, hätte ich und voller Drang, dass ich alles lösen müsste, hätte ich mich auch so gefühlt. Und ich merke, ein bisschen pupfert es mich noch. Aber ich nehme mal das, was jetzt zwischen uns gelaufen ist, eher als ein Beispiel, das wir zusammen angucken müssten. Weil sicher sind auch Sie nicht hauptsächlich daran interessiert, dass sich einer schlecht fühlt, sondern dass Sie Ihr Problem lösen können. Ja? Und also die Emanzipation gegenüber eigenen negativen Reaktionen, und das hat etwas mit willkürlichen Besetzungen von Ich-Zuständen und von Gemütslagen zu tun, ist an der Stelle sehr wichtig. Mindestens aber, auch wenn man es jetzt, sagen wir mal, nicht mit Bravour hinkriegt, dass man weiß, und das heißt nicht, dass ich ein miserabler Berater bin. Sondern es das heißt, an der Stelle ist es aus dem Ruder gelaufen, ich habe es nicht schnell genug gemerkt, ich kann es aber nächstes Mal lernen. Wichtig ist jetzt, wenn ich ein guter Berater sein will, dass ich mir keine Magenkrämpfe draus mache, dass es an der Stelle noch nicht gelungen ist. Also Verzicht auf die emotionalen und negative, weil sich bestätigenden Einlösung der Endauszahlung. Das kann man lernen in Maßen. Zumindest hilft es einem schon mal, sich ein Stück davon zu distanzieren, wenn man an der Stelle ist. Also es kann sein, dass die Identität sich dann in der kompetenten Seite, ich möchte auf diese negativen Gefühle verzichten, ansiedelt, während gleichzeitig dieser Ich-Zustand aber nicht, dem die Energie nicht ganz entzogen werden können, während ich gleichzeitig spüre, dass ich mich trotzdem nicht okay fühle. Und trotzdem identifiziere ich mich damit nicht, sondern das ist dann Ich-Dyston. Und das ist ein wichtiger Zwischenschritt,
um auch einfach die innere Steuerungsfähigkeit zu verändern. Ja, und generell, das ist der letzte Punkt, wenn ich meine eigenen Themen, meine eigenen Anfälligkeiten, meine eigenen Einseitigkeiten, und die haben eben immer etwas mit mich nicht wertvoll, mich nicht kompetent, mich nicht geliebt und sonst was fühlen, irgendwo zu tun, wenn ich die für mich durcharbeite und da in immer breiteren Spuren eine stabile Laufrichtung habe, kein Mensch hat nie nicht okay Gefühle. Selbst mich nach den vielen, vielen Jahren. Gestern gab es einen kleinen Moment, waren 3 Sekunden, wo ich plötzlich in mir wieder du langweilst die Leute, also ein diffuses Vernichtungsgefühl, was man mit dem Sei-Perfekt-Antreiber einhergeht. Dass wenn sich das entfaltet, fühlt sich nach kürzester Zeit so, das kriegst du ohnehin nie hin. Und dann dieses Falltürengefühl. Und jetzt geht gleich die Falltüre unter dir auf und du und alles, was du je gemacht hast, zählt nicht. Jetzt ist der Moment, wo sich rausstellt, dass du eigentlich nie was getaugt hast. Das waren, ich glaube, nicht mal eine ganze Sekunde. Ich habe gar nichts getan. Es hat sich, also mittlerweile hat mein psychologisches Immunsystem arbeitet vollautomatisch. Aber es gab viele, viele Momente in meinem Leben und manchmal hat mich das ein ganzes Seminar lang nicht verlassen. Da hat mein Immunsystem ist mit solchen Viren nicht fertig geworden. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht ein neues Ideal aufbaut, dass man sagt, jetzt ich immer mich okay fühlen. Es gehört zum Leben in vielfältiger Weise dazu, dass man immer wieder auch mit der eigenen Erbärmlichkeit ringt. Ja, ich merke jetzt, dass ich, während ich erzähle, mir dann einfach so viele Beispiele in den Kopf schießen. Ich habe schon gefürchtet, weil das immer mein Schwachpunkt war, Beispiele. Da kam immer irgendwann, ich war auch oft auch sehr viel abstrakter, als ich jetzt bin. Die Conny hat es mir ja wieder gespielt. Dann kommt immer irgendwann einer, sind dann auch die Spiele. Also ich sage, ich erkläre es euch, aber ihr werdet es bestimmt nicht verstehen. Dann bringe ich nicht genug Beispiele. Dann der psychologische Kontrakt ist gemacht und irgendwann meldet sich jemand in aller Harmlosigkeit. Können Sie mir dafür mal ein Beispiel machen? Das endet dann ganz fürchterlich. Ich denke mir dann irgendwann eins aus, aber es ist nicht das, was mir lebendig eingefallen ist, sondern eins, das ich irgendwie zusammenbastle, weil ich ja einsehe, dass das sein muss. Aber es ist schon klar, das löst das Problem nicht. Also irgendwie bin ich, das ist ja auch das Schöne, dass man doch im Laufe der Jahrzehnte langsam doch den Kopf ein bisschen über die Tischkante kriegt. Insofern habe ich vorher jetzt eigentlich aus dem Organisationsbereich schon genügend Beispiele mit eingespielt, die klar machen, wie komplex die ganze Sache in Organisationen sein kann. Und dass diese einfache psychologische Deutung der Sache doch eine sehr enge Interpretation von Spielen ist. Also da habe ich das Beispiel, ich sage es ganz kurz, am Anfang zu Köder und Hagen gehören die Illusionen. Wir machen großes Change Management, wir haben die Chance zur Elite zu gehören. Macht und Geld wird unser sein und du als Berater bist sozusagen unser Premium-VIP-Lounge-Vorsteher. Na, wer wollte da nicht gerne mitmachen? Für den Moment haben wir allerdings im Produktionsbereich erstmal ein Meistertraining für 800 Euro am Tag. Aber man muss ja auch irgendwie sehen, dass sie sich engagieren, damit das alles auch das Ihre werden kann, was wir Ihnen in Aussicht stellen. Jeder weiß, wie es weitergeht. Eine Weile lang geht das, dann irgendwann die Verblüffung, denn weil das Honorar dann jetzt auf 600 gesenkt wird im Rahmen der Sparmaßnahmen und Endauszahlung und so weiter. Und da spielen jetzt natürlich auch ganz viele Dinge mit rein, die nicht in der Psyche der beteiligten Privatmenschen stehen, sondern in Organisationsdynamiken, in typischen Mythologien und Strategien und Kulturmerkmalen der Organisation. Da können Leute mit mir zusammen solche Dramen inszenieren, die als Privatmenschen das mit mir nie machen würden, sondern die das als Vollzieher von Spieldynamiken in Organisationen machen. Und dort sind es ja
sehr oft nicht die Kindheitsgeschichten, obwohl die